Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Norddeutschen Aquarianertags. Mein Name ist Fabian und ich bin heute für dieses Video zu Gast bei Andreas in Jesteburg. Ich spreche mit ihm über seine Arbeit im Aquarianerverein sowie über den ein oder den anderen Anfängerfehler und natürlich auch einige seiner Fische. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Norddeutschen Aquarianertags, willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin mal wieder im Keller von Andreas in Jesteburg gelandet, nach einem langen Fahrtweg. Und wir schauen uns heute einen anderen Teil seiner Anlage an. Ich möchte ein bisschen was über die Vereinsarbeit erfahren. Im Winsener Aquarienverein ist Andreas seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, aktiv. Ja. Und dementsprechend sitzen wir heute vor einem anderen Teil der Aquarienanlage. Schön, dass ihr zuschaut und dabei seid. Ja, lieber Andreas, seit wann bist du denn jetzt im Winsener Aquarienverein aktiv mit dabei? Oha, da muss ich überlegen. Ja, das ist also schon lange. Das ist schon über 20 Jahre. Und mittlerweile bin ich auch jetzt schon bestimmt 15, 16 Jahre im Vorstand. Was ist das Besondere als Vorstand aus der Sicht? Was hat man da für Ziele, für Wünsche? Die Wünsche waren ganz klar. Wo ich in den Vorstand gegangen bin, war der Verein in der Auflösung begriffen. Mhm. Das heißt, wie so viele Aquariumvereine leider zurzeit, war es auch dort so, dass wir nicht mal mehr 10 Mitglieder waren und dann erstmal um jedes Mitglied kämpfen mussten. Das dauert seine Zeit und wir haben es aber geschafft, im Laufe der letzten Jahre den Verein auf schon über 30 Mitglieder. Wir sind also im Hamburger Landesverband im Bezirk 02 vom VDA sind wir tatsächlich mit, 31 Mitglieder waren wir. Jetzt sind wir nur noch 28. Wir hatten einen Todesfall im Verein. Wir haben zwei passive Mitglieder gehabt, die ausgetreten sind. Jetzt sind wir im Moment 28. Sind wir immer noch einer der größten Vereine zurzeit. Mhm. Was schade ist, aber der Trend geht ja dahin. Wir haben so viele Vereine schon verloren jetzt, die überaltet waren. Das ist bei uns toi, toi, toi nicht der Fall. Also wir haben junge Leute im Verein auch. Wir haben auch junge Leute, die jetzt im nächsten Jahr auch Verantwortung übernehmen wollen im Vorstand. Und wo ich sagen muss, ich bin jetzt auch schon jenseits der 60, dass ich das super finde, dass junge Leute aktiv mitmachen. Da können leider nicht alle Vereine sich dran erfreuen. Wie gesagt, wir haben immer mehr Vereinsauflösungen auch, wo wir dann noch Mitglieder übernehmen, von denen, die also im Verein bleiben möchten, die beim VDA bleiben möchten. Aber es werden halt immer weniger organisierte Aquarianer. Das ist das Gefühl, was wir hier so im Moment haben. Ich frage mal ganz provokativ, sind Aquarien ein Verein für ältere Herren? Nein, durchaus nicht. Ich sag mal so, es ist leider nur heutzutage so, dass viele Leute ins Internet schauen, in irgendwelche Foren gehen, dort sich aquaristisch informieren, dann mit einem wilden Halbwissen an den Start gehen, weil in den Foren steht leider, wie in allen Foren, Internetforen, leider auch viel Murks. Ja, das muss man Forum ganz klar A, so sagen. Kriegst du Antwort A, liest ja, du Forum B, genau, Antwort ganz B. Genau, ganz genau. Also, ja. Oder in vielen Foren steht dann, ach toll, dass du das machst, finde ich gut, wollte ich auch schon mal probieren. Ja, super Antwort. Deswegen weiß noch immer keiner, was da wirklich passieren sollte oder so. Das ist also dann eigentlich ein bisschen schade, dass das sind ganz viele junge Leute auch oder jüngere Leute, die dort sind, die in einem Aquariumverein eigentlich besser aufgehoben werden. Weil in einem Aquariumverein, da sind nämlich auch die alten Hasen natürlich. Ja? Aber die alten Hasen haben auch verdammt viel Ahnung von dem, was sie tun. Die haben, können auch nicht alles, ja, aber die haben Züchterkniffe, die haben, wer züchten möchte, oder die haben Tricks drauf, wenn jetzt irgendwas nicht läuft, wenn irgendwelche Krankheiten sind bei den Fischen. Ja? Da gibt es unheimlich viele Felder, wo einem wirklich geholfen wird dann. Und meine Erfahrung ist die, dass du wirkliche Antworten findest du in Fachbüchern. Wir haben sehr gute Autoren in Deutschland oder auch international. Man muss fairerweise sagen, die meisten sprechen mittlerweile Englisch. Wir haben es alle in der Schule gehabt. Und auch ein englisches Fachbuch sollte für die meisten hier kein Problem sein. Was anderes ist, meine große Fischart, die Hochlandkerbflinge, wenn du da gute Literatur suchst, gibt das fast alles nur in Spanisch. Aufgrund der Herkunft, klar. Da habe ich ein bisschen Probleme, selber auch Probleme mit, kann ich nicht lesen, sage ich ganz offen, da bin ich raus. Aber es gibt dort auch ein sehr gutes Buch über Hochlandkerbflinge, was auch wieder auf Deutsch geschrieben wurde. Von drei deutschen Autoren, oder nicht deutschen, aber von drei deutschsprachigen Autoren. Michael Köck aus Österreich ist da auch bei.
Und die haben ein Buch rausgebracht über Hochlandkäpflinge, was wirklich umfassend ist. Da hast du dann auch Haltungsbedingungen, da hast du Zuchtbedingungen, du hast die ganzen Artbeschreibungen drin, wo die Tiere leben und so weiter. Das ist da alles drin. Bei Welsen ist es so, da haben wir Ingo Seidel, wir haben Hans-Georg Evers, die wirklich tolle Bücher rausgebracht haben, die auch umfassend sind, wo auch ganz viele Züchtertipps schon drin sind. Ne? Das ist also wirklich das, wo man sich wirklich informieren kann. Ne? Und dann kommt immer noch das dazu, wenn du jetzt auf einem Vereinsamt von einem Verein bist und man redet über ein Thema, dann kommen verschiedene Meinungen und dann kommen auch verschiedene Erfahrungsberichte, ja? Weil die Leute mit sowas schon umgegangen sind. Ja, da habe ich das auch mal irgendwann mitbekommen mit Laub, Buchen- und Eichenlaub. Du hast hier drin, siehst du Ehrenzapfen. Hier siehst du keinen Laub, aber Ehrenzapfen. Mhm. Ehrenzapfen zum Beispiel sind wunderbar keimhemmend und antiseptisch. Und wenn du da eine Handvoll von reintust, färbst du manchmal das Wasser auch so ein bisschen dunkel noch, so ein bisschen kaffeefarben. Wenn ich jetzt wirklich hier eine richtige Handvoll reinhauen, dann habe ich hier eine kaffeebraune Brühe. Dann sagst du, ah, oh, Schwarzwasser, super. Du senkst aber auch vielleicht dann auch schon ein bisschen den pH-Wert. Ne? Das muss man fairerweise auch mal sagen. Nein, das will man aber vielleicht auch gar nicht. Aber das, die antiseptische Wirkung ist nicht schlecht, weil du sparst damit eventuell ganz viel Geld für Medikamente. Was muss ich denn, wenn ich so mir ein Aquarium kaufe, muss ich da gleich schon an die Fischkrankheiten denken oder kann ich erst mal starten? Wenn du dir als Neuling ein Aquarium kaufst, dann gibt das zum Beispiel einen ganz alten Trick, den die Neulinge aber alle nicht beherzigen, weil sie auch die Kontakte häufig gar nicht haben. Der älteste Trick der Welt ist, du gehst erstmal dabei und holst dir von einem eingefahrenen Aquarianer Filtermulm. Ja? Filter aufmachen, Filterschwämme raus, ausdrücken im Eimer, sieht fürchterlich aus. Und die Brühe haust du in das neue Becken rein. Als Starter, da hast du komplette Bakterienkulturen drin. Du hast im Grunde alles, was du brauchst. Und dann hast du auch nicht diese Nitritpeaks. Den Nitritpeak soll man ja immer abwarten, ein paar Wochen. Wenn der vorbei ist, das heißt, wenn der Nitrit gestiegen ist, fällt ja auch immer wieder ab. Danach kannst du Fische einsetzen, das sagt dir jeder Händler. Und das kannst du damit locker umgehen, weil ich habe noch nie mit einem Becken gewartet, ja, bei mir in der Anlage hier. Früher, wo ich selbst Anfänger war, natürlich, da stand ich vor demselben Problem. Ich war auch nicht im Verein. Ich habe auch diese Probleme gehabt. Ich habe dann mit allen möglichen Medikamenten gearbeitet, weil da hatte ich Pünktchenkrankheit, dann hatte ich Flossenfäule. Das Schlimmste war mal Bauchwassersucht bei einem Fisch. Das war, was ist das? Bauchwassersucht. Also ja. Ich bin jetzt kein Kranker, der Bauch ist total aufgebläht. Okay. Der Fisch zuckelt nur noch und irgendwann schwimmt er oben. So. Ich bin jetzt nicht der Krankheitsexperte, weil seit 20 Jahren, seit ich im Verein bin, habe ich so gut wie keine Medikamente mehr gebraucht. Bedingt dadurch, dass ich eben in jedes Becken, was ich neu einrichte, gleich vernünftig Bakterienkulturen bringe und mit Schwarzerlen arbeite, Zapfen mit Laub, Buchenlaub, das muss ich demnächst wieder mal reintun. Ich sammle das immer in so einem Topf, da kommt Wasser rein oder nach 2-3 Wochen, wöchentlich wird das Wasser abgekippt, können die Blätter dann in die Aquarien rein. Ja. Und das ist auch noch wieder ein bisschen antiseptisch. Sind auch Verstecke für Jungfische gleichzeitig. Wenn irgendwo mal Jungfische sind, können die sich im Laub verstecken. Ist jetzt hier im Moment nicht so zu sehen, aber das geht zum Herbst hin dann wieder los. Ne? Wer sind denn hier diese kleinen, flinken Kollegen? Das sind Zwergbärblinge der Art Microdevario cubotai. Und die Jungs sind ausgewachsen. Die Jungs sind sehr friedlich, sind natürlich auch sehr heiß auf Lebenfutter, man sieht das. Aber die sind jetzt schon ziemlich satt gefressen, sind noch genügend Wasserflöhe über hier, aber die sind gar nicht mehr so richtig heiß drauf. Ein paar sind noch unterwegs. Ja, die sind dann morgen früh auch noch unterwegs und irgendwann landen sie im Bäuchlein. Nein, die haben einen, das ist jetzt auch ein Versuch von meiner einer, weil die sollen, wenn sie erwachsen sind, also das, was wir hier vor uns haben, die Eier in feine Pflanzen reinhauen. Und ab und zu sollen auch mal Jungfische hochkommen. Hm. So sagt man. Das war ein Grund, mit dass ich mir die geholt habe und gesagt habe, Mensch, das willst du mal ausprobieren. Genau. Mal sehen, bei ob denen irgendwann heißt kleine es, Bärblinge hier schwimmen. Genau, und die lassen ihre Nachzucht quasi auch in Ruhe. Gehen das sind keine Eierdiebe und die sind auch nicht auf ihre Jungfische scharf. Also von daher soll das wohl ganz gut klappen. Wir schauen mal. Hm. Das ist ein Versuch jetzt. Ne? Ich würde mal sagen, jeder Zweite, der sich in Aquarium gerade in so einer kleinen Größe im Handel holt, würde wahrscheinlich mit einem Guppy anfangen. Ja. Ist das eine kluge Entscheidung?
da es meistens der Fall ist, wenn so, solche Becken angeschafft werden, dass sie für Kinder angeschafft werden, ist das eine sehr kluge Entscheidung in meinen Augen, weil Guppies sind auch Lebendgebären. Guppies sind in aller Regel, wir sprechen jetzt nicht von Hochzucht-Guppies, wir sprechen von den normalen Standardsortiment-Guppies. Am besten richtig so eine Mischpoke. Die sind eigentlich sehr stabil. Ja? Und für Kinder ist das fantastisch, wenn da das große Weibchen und dann kommt da ein Junges aus dem Bauch rausgefallen und schwimmt dann. Das ist eine ganz tolle Art und Weise, um Kinder an das ganze Thema heranzubringen. Deswegen mit Guppies als Anfängerfisch, ja, auf alle Fälle. Ne? Also solche Fische sind schon für Leute, die schon ein bisschen länger mit Aquaristik zu tun haben, sind auch hübsch natürlich, selbstverständlich. Aber Guppies sind schön bunt, das ist das, was Kinder anspricht. Platys sind auch bunt, aber Platys brauchen eigentlich schon größere Becken. Mhm. Das ist eigentlich in einem 60er Becken schon nichts mehr mitzuwollen. Mhm. Ne? Also Guppies als Anfängerfisch kann ich nur empfehlen, wenn Kinder da sind. Für jeden Erwachsenen, der mit Aquaristik anfängt, habe ich auch einen Tipp. Wählt das Aquarium so groß, wie es durchkriegt bei eurer besseren Hälfte oder wie es reinpasst in die Wohnung. Weil umso größer das Becken, umso größer das Wasservolumen, umso stabiler ist das Becken auch. Stabil meine ich jetzt nicht, von wegen, dass es zusammenbrechen könnte oder platzen könnte. Nein, ich meine jetzt die Wasserqualität. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Und weil es erfahrungsgemäß Neuaquarianer dazu neigen, wenn sie hübsche Fische sehen, immer noch was dazu zu kaufen und immer noch was dazu. Und in einem großen Becken hast du mehr Möglichkeiten. Also es ist in so einem kleinen Becken, du siehst, es sind hier 6 Fische drin und es sind am Boden noch ein paar Panzerwälse, die hier ihr Dasein fristen, leider alles Männchen. Da hinten versteckt sich einer. Ja, das ist auch so eine Art. Die hieß bis vor kurzem noch Corydoras C115, hatte noch keinen richtigen Namen. Jetzt seit ein paar Wochen heißt sie offiziell Corydoras Fullery. Benannt nach Ian Fuller in England, auch ein Welsexperte in England. Und C115 ist dann quasi die Katalognummer und wenn sich jemand damit ausreichend beschäftigt hat. Das Problem ist, dass bei den Welsen sehr, sehr viele neue Arten gesammelt wurden in den letzten Jahrzehnten. Und so schnell konnten die gar nicht wissenschaftlich beschrieben werden. Also hat man sich ein System ausgedacht mit C-Nummern oder CW-Nummern. Übrigens gibt es das bei den großen Welsen, ja auch bei den Harnischwelsen. Hm. Da hast du auch ein System, da heißt das aber L für Loricariide. Hm. Ne? Und da heißen das dann L-Welse von L1 bis, da sind wir jetzt bei L400 noch was. Mittlerweile alles Welse, die noch nicht wissenschaftlich beschrieben sind. Hm. Klar, einige sind mittlerweile, ja, die haben Namen bekommen. Und viele sagen dann aber immer noch die L-Nummer, weil die eigentlich im Kopf dann drin ist. Leichter und zu merken. Kürzer und leichter zu merken. Nicht jeder kann sich diese schwierigen lateinischen Arten merken. Richtig, ganz genau, so sieht es aus. Hm. Ja. Ja, aber was du hier vielleicht auch siehst, dass hier von den Pflanzen her in diesem Becken es alles sehr einfach gehalten ist. Ich habe hier Cryptocorina drin, diese Dinger hier. Das sind Pflanzen, die wachsen auch bei wenig Licht. Ich habe hier Vallisnerien drin, das ist das grasartige Zeug. Und da hinten, das ist eigentlich ein Farn, das ist, sag mal, ein Süßwassertank zu, was da hinten an der Wand ist. Das ist aber eigentlich ein Farn, eine Stufe eines Farns. Aber das sind eigentlich alles Pflanzen, die bei wenig Licht klarkommen, ohne CO2 zur Fütterung klarkommen. Muss ich dazu sagen, ich bin auch nicht der ganz große Pflanzenexperte, Wasserpflanzenexperte. Bei mir muss das Kraut wachsen. Hauptsache es wächst. Und was nicht wächst, hat Pech gehabt. So. Sehr gut. Ne? Und im Laufe der Jahre schießt man sich dann auf seine Arten ein, die hier überleben halt. Und auch damit kann man wunderbar einen Becken dekorieren, das ist kein Problem. Ich muss oft genug hier Pflanzen rausreißen. Ne? Weil, und wenn du denn nicht gerade jemand hast, der die braucht, häufig ist es auch so, das ist auch eine Sache im Verein, dass wir zu Vereinsabenden überziehen die Pflanzen mitbringen und dort versteigern oder verschenken, je nachdem, was wir gerade vorhaben. Mhm. Ne? Und was du noch im Verein hast natürlich, es gibt Vereine, die organisieren Börsen, Fischbörsen, wo Außenstehende dann überzählige gezüchtete Fische kaufen können. Oder wir machen auch an einer der größten Veranstaltungen in Nordeuropa, nehmen wir daran teil, an der Aquamesse in Vejle in Dänemark. Das ist mittlerweile die größte Aquamesse Skandinaviens. Und da ist der Winzer Verein, ist mit dem Verein in Vejle befreundet, schon seit fast 10 Jahren. Und diese Freundschaft, die ist also so eng, dass wir also zusammen auch planen schon teilweise die Sache.
So, und wir haben dort auf der Messe letztes Mal gehabt, vor 2 Jahren hatten wir 15 Meter. Und jetzt habe ich schon wieder Anmeldung für 17 Meter. Von unserem Verein. Nur von unserem Verein. Und, nee, nicht ganz, stimmt nicht. Und in Flensburg. Die machen bei uns mit auf dem Stand. Aber das war es dann auch, ja. Und das machen wir dort in der Halle denn schon. Das ist denn alles deutsch. Mhm. Ne? Was machen die nächsten Projekte? Kommt da was nach dem Ruhestand oder wirst du dann auch irgendwann runterschalten und sagen, okay, mir reicht das eine Aquarium im Wohnzimmer? Also nein. Also ich habe, man kann das ja so und so machen. Man weiß nie, was noch kommt, wo die Interessen hingehen. Im Wohnzimmer habe ich schon wieder neue Pläne mit den Becken. Also ich habe da ja im Moment auch teilweise große Fische drin. Wie gesagt, das Becken ist nur leider veraltet. Ich will das jetzt, das werden wir uns nicht angucken in dem Zustand. Aber ich habe vor, das Becken nochmal komplett umzugestalten. Irgendwann, wenn die Fische mal irgendwann im Fischhimmel sind, wird dort was anderes reinkommen. Auch noch Fische, ja. Aber es wird auch der Hintergrund praktisch als Uferlandschaft gestaltet werden. Das heißt, ich will das so als eine Art Aquaterrarium umbauen. Das ist ein Plan, den ich habe. Ein anderer Plan ist, dass ich dieses Regal wird hier verschwinden. Da wird ein etwas breiteres noch hinkommen mit Becken von 120 bis 140 Litern, weil ich auf alle Fälle noch eine Art Hochlandkerbflinge in die Erhaltungszucht reinnehmen möchte. Mhm. Ich habe ja im Moment die Schwarzen Prinzen, die wir uns schon mal angeschaut haben, aber da soll eine zweite Art noch mit dazukommen. Und die quasi vom direkten Verteilzentrum des Artenschutzes in Wien? Richtig, genau. Da ich nächstes Jahr wahrscheinlich in Wien sein werde und den Michael besuchen werde. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Jungfische den Weg mit nach Norddeutschland gehen werden dann. Das denke ich mal, wird wohl passieren. Da werde ich mich auch gar nicht verwehren können wahrscheinlich, weil das ist bei ihm so. Und ich denke auch, dass ich das denn auch möchte. Ich habe da auch schon so meine Vorstellung, was ich haben möchte. Es gibt einen bodenlebenden Hochlandkerbflink, den könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den noch besorge. Ja. Bei Panzerwelsen war ich mal so weit, dass es sehr viele Arten waren, die ich hatte. Ich habe gemerkt, du kannst nicht alles machen mit einer begrenzten Zahl von Becken. Und da bin ich jetzt auch dabei, das runterzubrechen auf so 2, 3, 4 Arten vielleicht, die wirklich, die ich auch im Griff habe, wo ich dann auch mal Nachwuchs habe, die auch nicht ganz alltäglich sind, die du nicht unbedingt in jedem Zooladen bekommst. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Und dann hat man immer wieder so Sachen, die einen interessieren, was du hier jetzt nicht siehst, was noch ein anderes Regal, was ich habe. Da habe ich gerade ein Zuchtprojekt mit Pastellgrundeln. Also es passiert immer wieder was Neues. Ne? Ja, das ist so Ziel des Ganzen. Ne? Ja, für alle weiteren Projekte und Ideen und auch im Ruhestand viel Erfolg, Andreas. Naja, es wird noch 4 Jahre dauern mit dem Ruhestand. Also bis dahin habe ich beruflich noch sehr, sehr viel um die Ohren. Und muss noch Nachwuchs heranziehen. Und da wird auch so viel Zeit für den Verein in den nächsten Jahren nicht mehr sein. Das heißt, ich werde dem Verein immer noch weiter zur Verfügung stehen. Aber ich persönlich werde im nächsten Jahr wohl aus dem Vorstand ausscheiden vom Winzerverein und werde das dann wohl an die jüngere Generation abtreten. Und finde es nochmal super, dass junge Leute Verantwortung jetzt übernehmen wollen bei uns im Verein. Und das ist nicht alltäglich, muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe, dass wir den Verein dann gemeinsam, ich werde immer dabei bleiben, ich werde auch immer zur Verfügung stehen, um mitzumachen dort. Aber ich werde nicht mehr direkt im Vorstand sein. Aber dass wir den Verein noch weiter voranbekommen. Und wenn ich so sehe, dass in Skandinavien die großen Städte jeder einen Verein hat und nicht wie Hamburg 8 Vereine, ja, dann ist das so, die Vereine haben über 100 Mitglieder. So, und wenn wir dahin kommen können, dass wir einen Verein haben mit 100 Mitgliedern, das wäre das Ziel. Das wäre so ein Wunschtraum. Ne? Weil das ist dann auch so geballtes Wissen aus verschiedenen Bereichen. Guck mal, wir haben bei uns auch Terrarianer jetzt im Verein. Wir haben auch einen Züchter von Korallen im Verein. Ja? Nur das ist noch zu wenig. Die sitzen dabei, denn wird sich über Süßwasserfische unterhalten hauptsächlich. Da würde ich mir auch wünschen, dass da noch was dazu kommt. Dass der Verein so ein bisschen umfassender wird. Ne? Und deswegen müssen wir auch ein bisschen Werbung machen für den Norddeutschen Aquarianertag, der ja 2 Jahre in Folge leider nicht stattfinden konnte. Genau das ist das Ziel dieser Videos. Vielen Dank für den heutigen Einblick wieder, Andreas, in deine Welt und die Welt der Aquarienvereine. Ja. Wir freuen uns auf das nächste Zusehen. Bis dann. Tschüss und alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Alle Informationen zum Norddeutschen Aquarianer- und Terrarianertag findest du auf aquarianertag.de. Dort findest du auch alle Informationen zu den bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sowie zu den Verantwortlichen für die Organisation dieser Veranstaltung. Diese Initiative ist ehrenamtlich und wird ohne Werbe- oder Anzeigeeinnahmen umgesetzt. Die Teilnahme von gewerblichen Anbietern im Rahmen der Initiative ist deutlich gekennzeichnet. Wenn du selbst dein Projekt, deinen Hobbyraum oder deine Tiere vorstellen möchtest oder am Norddeutschen Aquarianer- und Terrarianertag in dieser Form oder in Zukunft wieder im Rahmen einer Präsenzausstellung teilnehmen möchtest, findest du alle Informationen für dich persönlich oder für deinen Verein auf aquarianertag.de. Ich würde mich über einen Like, eine Empfehlung oder deinen Kommentar freuen. Bitte bedenke, dass wir dieses Filmprojekt auf eigene Kosten mit eigenen technischen Mitteln auf niedrigem Anspruchsniveau umsetzen. Wir freuen uns von daher über deine konstruktiven inhaltlichen Beiträge und gegebenenfalls über deine eigene Bereitschaft zur Teilnahme oder zur Unterstützung bei der Umsetzung.